Hier. Hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Hallo, ich bin Natti. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du denn Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie in den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Witzbold. Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Ja, bla bla bla, okay. Akio. Das war gar nicht übel. Damit kann man Sachen klauen, cool. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann ja, können danke. Sie mit Ronan mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Hit me, boys. Danke für dein Follow. Da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach. Er ist ja nervig gut drauf, dieser Professor. Die Stimme von dem kennt man irgendwoher, die deutsche Synchronstimme. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Ja. Warum fängt denn nicht unser Neuzugang an? Was soll ich jetzt tun? Kurzum, verzaubern Sie die Kugeln mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Nun, stellen Sie es sich wie eine Partie Koboldsteine vor. Aber statt die Murmeln zu werfen, müssen Sie die Murmeln zu sich rufen. Der Trick ist, die Kugel so weit wie möglich zu ziehen. Aber nicht so weit, dass sie fällt. Verstanden? Ich könnte noch Stunden über die Theorie dahinter sprechen, aber Übung macht den Meister. Zeigen Sie es uns. Der Aufrufezauber Akio holt das Ziel heran. Tippe auf die zugewiesene Taste, um Akio zu wirken und ein Ziel näher heranzuschieben. Tippe erneut in die Taste. Aber die Sache ist, rollt der Ball dann noch weiter oder hört er einfach instant auf? Akio. Sehr gut. Okay, er rollt noch weiter. Von uns. Wunderbar. Okay, okay, okay. Genau so. Ja, perfekt liegen geblieben, der Letzte. Sehr gut. Punkte für Hufflepuff. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt.
Miss Onai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onai, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Fang mal an, Miss Onai. Eddie geht weiter vor. Oh, die ist sogar auch noch richtig gut darin. Unfair. Penny spielt zu. Das fand ich auch interessant, dass die rübergekommen ist zu mir und geguckt hat, wie ich wohl den Ball anschneide. Nein! Oh. Scheiße! Ja, die macht einfach gar keinen Fehler, die macht 3x50, okay! Nein, tu mir zu doll. Okay. Lass dich nicht entmutigen. Upp. Sieger, Akio-Duell. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Jetzt los. Oh, okay. Glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert ihre ganze Konzentration. Wahrscheinlich, weil ich auf schwer spiele. Darum macht sie drei perfekte. Na bitte. Akio. Jetzt habe ich's drauf. Jetzt habe ich's drin. Sie hat aber auch nochmal ein 50er rausgenommen. Genau so wird das gemacht. Ach hier. Yeah. Perfektes Ergebnis. Bemerkenswert. Ich habe sie abgezogen. Punkte für Hufflepuff. Ich glaube nicht, dass man die anderen wegschieben kann. Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Nein, nur ich gute Arbeit. Sie nicht. Sie hat verloren. Echt, kann man? Ach so, okay. Weil sie hat ihren, in der ersten Runde hat sie ihren Ball auf ihren eigenen draufgeschoben. Da sah es so aus, als ob die... Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Als ob der einfach durchgeglitscht ist. Ich bin mir nicht mehr sehr genau sicher. Sehr gut gespielt. Ich muss gestehen, was verraten wir mal? Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich ihr irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter, versprochen. Merkt man bei mir, ne? Tracer Tom, ja. Vielen Dank, aber ich werde mich schon behaupten. Ich schätze dein Selbstvertrauen. Ich bin kurz vor meinem vierten Jahr von Wagadu hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Oh, die ist aus Uganda. Ist Wagadu größer als Hogwarts? Die Wagadu-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Wie? Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Emmy, gute Nacht. Gibt's eigentlich auch eine Zaubererschule in Deutschland? Also in der Harry Potter Welt?
das spielt ja in der normalen Welt. Da gibt es ja die normalen Länder. Und es gibt ja auch eine Schule in Frankreich und so. Aber gibt es auch in Deutschland eine Zaubererschule? Ist Ouagadou ein Schloss wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss, als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Die Magie ist sicher schwächer. Okay, ich bin ja hoffentlich, weil ich darf nicht so ein Arsch sein. Du kannst wirklich ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Wie hat sie das denn rausgefunden? Der Typ steht einfach hinter ihr. Natürlich. Hat die etwa auch ein geheimes Akio Gesicht auf dem Hinterkopf? Wenn du magst. Professor Ronan, man soll den Zauber auf die Kleidung anwenden. Revelio. Bei Menschen ach, funktioniert sie dann, nicht. Doch nicht. Ich bin mir immer nicht sicher, ob ich hier irgendwas sehe oder nicht. Schloss. Nee. Auf ein Wort. Frankreich, Bulgarien und Schottland. Ja, und Uganda offensichtlich. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Welcher Zauber wohnt schon erwartbarem inne? Sie haben sich gut geschlagen und sogar die begabte Miss Onei übertroffen. Vielen Dank, Professor. Das hat Spaß gemacht. Miss Onei ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Auftrag abgeschlossen. Ja. Und Stufe 4. Ich weiß zwar gar nicht, was das bringt, verschiedene Stufen zu haben, aber... Okay. Nachdem mein Bruder den Aufrufezauber gelernt hatte, hieß es ständig Akio dies, Akio das. Überall flog Besteck rum. Das war etwas gefährlich. Das ist bestimmt geil, wenn man Akio so in echt kann. Hallo, du bist der Neuzugang, nicht wahr? Ja. Hallo, du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Was hat man gegoogelt? Es gibt 8 Schulen. Hogwarts, Schottland, Beauxbatons, France, Kassel-Lobruxog, Brasilien, Brummstrang, Nordeuropa, Ilvermorny, Ost-Nordamerika, Mahutokoro, Japan, Ouagadou, Uganda und Koldorf-Storetz, Russland. Okay. Also ich bin der hier mit der Brille. Der bin ich. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder Akio Bier. Willi würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Oh, ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Oh, hat die gerade behauptet, das war alles nur Anfängerglück von mir? Oh. Mit ihm los. Revelio. Okay.
Gucken wir, was wir hier noch sonst zu haben. Da ist eine Seite. Akio. Ey, so ging das jetzt gerade nicht. Akio. Yeah. Ich habe mir die reingefahren. Reingeakio. Boah, ich habe neues. Ah, ich habe neues Oberteil gekriegt. Cool. Man kann also auch einfach so Loot finden anscheinend. Hier das. Ah, guckt mal. Das hat sogar Verteidigung 5 und meins hat Verteidigung 0. Ist sogar ein besseres als meins. Nice. Direkt erstmal angezogen. Cool, cool. Also man kann auch einfach so besseres Equipment finden. Also hier komme ich überall noch nicht rein. Da muss ich erst die Rätsel für lösen. Einhorn 4, 12. Also es ist irgendein Mathe-Rätsel. Aber ich check's noch nicht. Revelio. Geht's hier hin? Oh, was ist dit? Ditte. Lumos. Levioso. Ah, guck mal, das war richtig. Levioso. Oh, das löst sich sogar auf. Cool. Okay, okay, okay. Du musst einfach da mal ein paar verschiedene Zauber einfach mal durchprobieren. Und gucken, was passiert. Hier ist bestimmt, genau hier, habe ich mir schon gedacht. Oh, guck mal, irgendwelche Riesenoger. Und die haben Tütüs an. Wandteppich von Barnabas, der Bekloppte. Dieser Wandteppich stellt den törichten Versuch des Zauberers Barnabas, des Bekloppten, dar, Trolle für das Ballett auszubilden. Man stelle sich nur die Auswirkungen auf die Kunst vor, wenn er Erfolg gehabt hätte. Das ist genau mein Humor. Revelio. Die kommen auch einfach das. Also die Schule fühlt sich schon lebendig an, muss ich sagen. Überall, in allen Gängen laufen Schüler rum, man sieht so irgendwelche Geister, es passiert immer was. Also das fühlt sich wirklich lebendig an, die Schule hier. Das ist cool. Jetzt kommen wir hier zur Sternwarte. Astronomieturm, okay. Meine liebe Satyavati, du wirst dich freuen zu hören, dass ich von meinen Kontakten in Cambridge erfahren habe, dass sie sich in ihrem Verständnis der Meteoritenschauer geirrt haben. Es scheint, dass ein irischer und ein britischer Astronom beide auf der Arbeit eines italienischen Astronomen aufgebaut haben. Alles Muggel, wohlgemerkt, soweit ich weiß. Und vorgeschlagen, die Position des Staubes auf der Erdumlaufbahn zu berechnen, um eine Verbindung zwischen Meteoriten und Kometen herzustellen. Genial, wirklich. Man kann sich kaum vorstellen, was sie mit einem verzauberten Teleskop anstellen könnten. Frustrierenderweise hatte ich in meiner Korrespondenz das Gefühl, dass ich weiterhin das Pseudonym aus meiner Zeit als Gentleman-Gelehrter verwenden musste. Auch wenn ich es immer noch spannend finde, eine geheime Identität zu haben, ärgert mich der Grund dafür. Ich freue mich so sehr auf unsere Reise nach Jantar Mantar, später in diesem Jahr. Das wird ein echtes Abenteuer. Ich vermisse dich, liebe Schwester, und hoffe, es geht dir gut. In Liebe, Suchita. Okay. Revelio. Cool, cool. Was ist sie für eine? Ah, das ist bestimmt die Astronomielehrerin. Die isst ja einfach ein bisschen Popcorn oder Süßigkeiten oder so. Die ist bestimmt hier diese ekligen Süßigkeiten aus dem Zug, die so komische Geschmacksrichtung haben. Mit Popel und Froschschenkel und sowas. Was haben Sie jetzt vor? Ich weiß gerade absolut überhaupt nicht, was ich tue. Ich laufe einfach random. Ich habe nämlich anscheinend auch überhaupt gar keinen Auftrag gerade, oder? Kann das sein? Ah doch, da gibt's einen. Den können wir mal annehmen. Weasley nach dem Unterricht. Professor Weasley will mich mit ihrem Klassenzimmer sehen, das zwischen den Bibliotheksraum, bla bla bla. Okay. Ach stimmt, ich muss ja noch nach Hogsmeade. Darum. Klar. Aber erst gucken wir, was hier ist.
auch, dass hier zwischendurch immer irgendwelche random, die dann auch wirklich random was zaubern. Man kann immer mal ein paar sehen, ein paar Special Effects. Das ist wirklich cool gemacht. Also, kann man nicht anders sagen. Muss ich zugeben. Wirklich schön bisher. Lumos. Ah, guck mal. Wahrscheinlich weiter oben, wo so ein Mikrofon aus dem Balkon rausguckt. Teleskop, meine ich. Revelio. Das ist bestimmt hier oben. Ja. Das heißt, hier ist auch irgendwo, aber das ist es nicht. Hallo. Legioso. Akio. Okay, es interessiert die überhaupt nicht. Hier bestimmt irgendwo. Revelio. Da. Aber erst gucke ich, was man hier noch anschauen kann. Hier kann man nämlich noch Special-Sachen abluten. Yeah. Hier gibt es auch noch irgendwas anderes Spezielles. Das macht immer Pling. Da vorne, ja. Astronomieteleskop. Dieses Telefon ist das hochwertigste Instrument zur Sternbeobachtung seiner Art und eignet sich perfekt für die Betrachtung des Mondes, der Sterne und aller anderen Dinge am Nachthimmel. Okay. Wie kann ich das jetzt benutzen? Levioso. Akio. Okay, gar nicht. Revelio. Na gut, dann nehmen wir mal hier den Schmetterling mit. Das Betty Bets Bone, ja genau. Ja, genau. Die meine ich. Nein, ich hab's daneben. Hab ich den. Doch, hat geklappt. Okay, wollte schon sagen. Dachte schon, ich hab den daneben gekloppt. Ja. Yeah. Und Stufe 5. Vingadium Leviosa, oder habe ich sogar den passenden Sound für Zoraya. Muss man Ausrufezeichen Leviosa machen. Oh, Leviosa. War klar, dass es von Liz kommt. So, wo müssen wir jetzt hin? Achso, ich kann mich doch auch einfach mit Flohsamen teleportieren, oder? Theoretisch. Ich muss ja eigentlich gar nicht laufen. Ja, ich muss ja gar nicht laufen. Also ich glaube, das wird echt aufwendig. Das wird, glaube ich, echt aufwendig, hier in der Schule alle unsichtbaren Seiten zu finden, alle Seiten einzusammeln, die so rumfliegen und sowas. Das ist, glaube ich, schon ordentlich. Schon echt ordentlich, was man hier machen kann. Ja, guck mal, hier ist wieder so ein Leviosa-Ding. Leviosa. Ja. Wir sind schon gut dabei, würde ich sagen. Aber jetzt gehen wir mal zur Quest. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan.
Professor Fig hat Ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Wo waren Sie nochmal? Bei Ruinen? Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Spielt eigentlich das komplette Spiel nur in Hogwarts? Oder kommt man auch mal so raus in die Welt und macht Dungeons und so? Hat Professor Fig nichts zu meiner Ausbildung gesagt? Er ist immer noch sehr zugeknöpft, was die Details angeht. Nur ein paar Zaubersprüche hat er erwähnt. Revelio und Lumos? Ja, richtig, Professor. Aha. Als wollte man einem Squealer ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich ihre Professoren gebeten, ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit sie schneller vorankommen. Professor Ronan hat so etwas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um ihnen ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Danke. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Ach so, der Ollivander, der ist jetzt in Hogsmeade, aber eigentlich ist das der aus der Winkelgasse. Und das ist der gleiche. Aber Glück, dass der zufällig jetzt hier ist. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Sellow oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit ihnen gesehen. Der Sebastian, der war irgendwie, das ist der mit dem Fight Club. Der ist mir irgendwie unsympathisch. Ich nehme die Natty aus Uganda. Ich möchte mit Natty gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Omnai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Sie sorgt dafür, dass ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Frag mich, wie so ein Butterbier schmeckt. Sprich mit Professor Ronan, deine erste Hausaufgabe zu erhalten. Aufgaben sind Aufträge, die dir von Hogwarts-Professoren gegeben werden, um die dich mit Zaubersprüchen belohnen, wenn du sie erfüllst. Die Belohnung für den Abschluss deiner ersten Aufgabe ist der Wiederherstellungszauber Reparo, den du für andere Aufträge benötigst. Okay. Das war hier nochmal. So, einfach so Geld. Die kann ich nicht öffnen. Ich will endlich einen Schlossknacker-Zauber haben. So, dann gehen wir doch mal direkt zu dem hin und machen die Aufgabe, um Reparo zu lernen. Irgendwas ist hier in diesem Baum. Irgendwas ist hier in diesem Baum. Akio! Leviosa! Ach so, hier ist nur eine Schere. Okay, die Schere, die schneidet sich die erst. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen?
Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber, den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Hey, können die mir nicht endlich mal Avada Kedavra beibringen? Soll das hier? Ich bin schon in der 5. Klasse. Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Sammle das fliegende Blatt in der Nähe der zerbrochenen Statue ein. Sammle das fliegende Blatt im Turm der Verteidigung in die dunklen Künste ein. Okay, dann fangen wir doch mal da an. Hier ist ein fliegendes Blatt. Das ist die richtige Stelle. Ach da. Wo ist nur das fliegende Blatt? Akio, geschafft. Ja. Achso, und dann kann ich hier die Statue reparieren. Warum hat der so einen coolen Hut und ich nicht? Gib mir den. Der kleine Scheißer, der ist bestimmt in der niedrigeren Klasse als ich. Kannst mir deinen Hut eigentlich mal geben? Ich bin voll der Bully. Voll der Hogwarts-Bully bin ich. Achso. Wie hast du Sebastian bloß in dem Duell geschlagen? Ich hab ihn einfach in die Fresse gehauen. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Revelio. So, da kann ich wieder nicht rein, ne? Die Herrschaft dieses Schulleiters überlebt. Sollte ein Mondkalb die Leitung. Da. Akio. Großartig. Das war's schon. Okay. Easy. Also das Spiel läuft bei mir echt gut, muss ich sagen. Bisher kaum krasse Ruckler. Aber das Screen-Tearing muss ich noch in den Griff kriegen. Das habt ihr ja anscheinend im Stream nicht so extrem. Ich hoffe, die ersten Aufgaben. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit das Essensgeld nehme ich ihm auch noch. Offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir.